die Fürbitte des heiligen Bischofs und Märtyrers Blasius bewahre dich der Herr vor Kopf, Hals und Nervenleiden und allen Krankheiten dieser Zeit. Und so segne, behüte und begleite dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Liebe Pfälzerinnen und Pfälzer, heuer ist alles anders, Corona bedingt. Wir haben jetzt gerade den Blasius-Segen gegeben, den letzten in der Kirche. Ihr habt das Gäckelleiten gehört. Ja, und jetzt fängt der Fasching an. Der Jockel wird ausgraben. Ich denke, dem tut das Corona nichts. Aber was halt ist, dass wir Abstand halten müssen und dass so die vielen Festeln nicht stattfinden können, wie wir es gewohnt sind. Aber übers Internet ein bisschen beieinander sein oder auch noch mit dem Handy euch einmal zusammen telefonieren oder über Facebook dann die verschiedenen Veranstaltungen anschauen, die vom Fasching her sein. Natürlich lade ich euch auch ein, in der Kirche mit dabei zu sein. Wir übertragen ja die Gottesdienste auch jeden Sonntag um 10 Uhr. Fasching feiern bedeutet das Herz öffnen und den Frohsinn einlassen. Der Humor, denke ich, braucht uns nicht verloren gehen. Und ich danke allen, die sich jetzt auch um einen guten Fasching bemühen. Und bitteschön, bleibt daheim und haltet Abstand. Und wenn wir noch nächstes Jahr wieder miteinander am Dorfplatz feiern können, da die misakrisch freien. Eine gute Zeit. Vierte. Die misakrisch freien. Im Jahr. Eine gute Zeit. Vierte. Sehr geehrte, liebe Mit- und ohne Glieder, werte Ehrengäste, Wahnsinnsmusikkapelle, lieber Kurier Zierler Gasa, Faschingsplattl, das Beste von da bis Nevada, virtuelle Freunde aus nah und fern, aber speziell du, unser Fasnachtsjockel, unser Vorbild, unsere Kraft, unsere Zukunft in dieser schwierigen Zeit. Ein herzliches Hutle! Lieber Jockel, wünsche dir eine coole Fasnacht und hoffe natürlich für die nächsten Tage auf viel Blödsinn, auf viel Gaudi, auf lustige Sachen, auf Streitereien. Was uns auszeichnet, lieber Jockel, ist Freundschaft. Bitte bewahre es und mach es so weiter. Danke, liebster Jockel, und schau bitte, dass wir alle in unserem schönen Land Tirol für eine kurze Zeit das Virus vergessen. Dein lieblingsgewählter Obmann.
Ja, liebe Völzerinnen und Völzer, werte Zuseherinnen und Zuseher aus ganz Tirol, inklusive Südtirol und Welschtirol natürlich, geschätzter, gewählter Fasnachtsobmann Bertl. Als künftiger Hotelbürgermeister darf ich Sie im Namen der Marktgemeinde Völs natürlich aufs Herzlichste zu unserem virtuellen Jockelausgraben 2021 begrüßen. Eine für Tirol einzigartige Eröffnung der Fasnacht am 3. Februar 2021 in St. Blasius-Tag, natürlich auch höchster Ortsfeiertag in unserer Marktgemeinde Völs. Die Faschingsgilde Völs am Zahn der Zeit, der Zahn der Zeit. Und eins sage ich euch: Wer früher stirbt, ist länger tot, aber Totgesagte leben länger. Hoch Tirol, lang lebe unserer Völser Fasnachtsjockel. Herzlichen Dank. Ja, liebe Freunde, jetzt darf ich verkünden, unser wortgewaltiger Clubobmann, Ehrengast, live zugeschaltet, Dr. Georg Dornauer, Bürgermeisterkollege aus Sellrhein. Ja, liebe Füße, Fasnacht davor, aber ein herzliches Grüß Gott aus Sellrhein. Im Namen der SPÖ Tirol, es freut mich außerordentlich, dass ich auch heuer wieder zu den Ehrengästen zählen darf und ich danke für die virtuelle Einladung und für dieses virtuelle Dabeisein allen Funktionärinnen und Funktionären der Völser Fasnacht, aber natürlich allen voran den nun folgenden Huttler Bürgermeister und Bürgermeisterkollegen, dann nachdem der Jockel aufgeweckt wurde von unserem Erich. Dir, lieber Peter, und natürlich dir, lieber Brunner, danke für die Einladung. Es freut mich und es zeichnet euch ganz gewaltig aus, dass ihr auch in Corona-Zeiten den Mut und die Liebe zur Fasnacht habt, damit ein bisschen was Positives auch passiert hier in diesem wunderschönen Land Tirol in der Marktgemeinde Völs. Ich glaube, ein gutes und wichtiges Zeichen. Dafür kann ich euch nur gratulieren, euch Danke sagen, euch eine spannende Fasnacht wünschen, eine gute Zusammenarbeit meinen Bürgermeisterkollegen Huttler, Bürgermeister, und zwischen der Gemeinde Sellrhein. Solltest du auch auf parteipolitischer Ebene was brauchen, lieber Peter, du weißt, du kannst dich als Genosse immer wieder an mich wenden. Ich werde mich freuen, dir und euch weiterzuhelfen, in welcher Form auch immer. In diesem Sinne einen herzlichen, närrischen Gruß nach Völs aus dem schönen Sellrheintal. Euch alles Gute und eine bärige Fasnacht. Danke, Burschen und Frauen, dass ihr das macht. Ganz gewaltig, euer Schorsch Dornauer. Und eine bärige Fasnacht. Danke, Burschen und Frauen, dass ihr das macht. Ganz gewaltig, euer Schorsch Dornauer. Ja, liebe Freunde, danke, lieber Schorsch, für deine gewaltigen Worte. Und ich glaube, wir fahren gleich weiter im Programm. Und da fahren wir schon durch. Und als nächster Ehrengast, langjähriger Ehrengast, natürlich auch live zugeschaltet, die Frau Landtagsabgeordnete Sophia Kircher, unser Insta- und Digital-Girl von Tiroler Landtag und natürlich immer ein treuer Gast auf Faschingsgilde Völs. Liebe Sophia, bitte um deine Worte. Liebe Faschingsgilde Völs, liebe Freunde des Jockelausgrabens, sehr hat mich gefreut, euch im Rahmen des Jockelausgrabens wieder persönlich in Völs zu treffen. Leider ist uns aus bekannten Umständen ja nicht möglich. Umso schöner ist es aber, dass es die Faschingsgilde möglich macht, dass der Jockel trotzdem aufersteht und so unsere Traditionen und Bräuche zumindest aufrechterhalten bleiben. Bis zum nächsten Jahr werde ich natürlich gerne mit meiner Jockelkappe und dem Jockel da oben an euch denken und freue mich, wenn wir uns dann bald wiedersehen. Als nächstes haben wir unsere jungen Wilden, sagen wir allem. Es sind ganz feine Burschen, was wir dabei haben, aus alle Berufssparten, aus alle Gruppen, Burschen, wo man sich einfach zu 100% verlassen kann und einfach ein feines, gutes, ruhiges Gefühl ist, wenn man die Burschen anruft, dann sind sie halt allem da. Gewaltige Sache. Ja, dann darf ich sagen, Bühne frei für die coole Gang, für die jungen Wilden. Und auf geht's! We got the groove with the music, don't stop. Come on, we got the girls going into the club. You want it? Joining the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Come on, yeah!
Fölser und Ihnen. Hashtag mir sein Gilde und wir lieben unserem Jockel. Es freut uns sehr, dass wir Teil eines so was tollen tollen Verein sein dürfen. Punkt. Ein kräftiges Hutle! 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 Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. We got the groove with the music, don't suck. Come on in. We got the girls going into the club. You want it? Joining the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Come on, yeah. We got the groove with the music, don't suck. Come on in. We got the girls going into the club. You want it? Joining the VIP with bottles of rum. Sexy, going crazy, taking it to the top. Come on, yeah. Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, noch die jungen Wilden haben wir natürlich noch etwas vorbereitet. Ein Verein stellt sich vor, die Faschingsgilde Völs. Grüß euch, ich bin der gewählte Obmann. Hallo, grüß euch, ich bin's, der Zösch Gerold. Grüß euch, ich bin der Peter Dies, Huttler Bürgermeister. Mein Lebensmotto ist, sei wie es sei, stirb's nicht, bleib's heil. Grüß euch. Hallo, grüß euch, ich bin der Mario. Ich bin's, der Grover Franz Junior. Heil, ich bin der Brückheimer. Grüß euch, ich kann noch selber umgehen. Ich bin der Fölser Jockel und ich stehe auf die Fölser Vorsacht. Servus, ich bin der Jo René. Grüß euch, ich bin der Anselme Mami. Hallo, ich bin der Meier Tommy. Hallo, grüß euch, ich bin der Werner Heidacher aus Fölser Ost-Extrem. Hutle! Hallo, ich bin's, der Mühltaler Philipp aus Völs. Servus, ich bin der Patrick und ich bin Gilde. Hallo, ich bin der Sachter Gigi. Servus, ich bin der Lukas Schiller. Grüß euch, ich bin der Bachler Armin. Hi, ich bin der Hauser Kerl. Servus Leidl, ich bin der Fischi Ele. Servus, ich bin der David Zwölf. Servus und ich bin der Patti Seitz. Servus, ich bin der Schiller Fanger. Servus, ich bin der Walz Werner. Servus, ich bin der Meier Bernie. Servus, ich bin der Fischi. Servus, ich bin der Eva Bernie. Hallo, ich bin der Busch Alex. Servus, ich bin der Ostermann Florian. Hallo, ich bin der Pumpe. Grüß euch, ich bin der Betz Wolfgang. Grüß euch, ich war der erste Jockel in Völs. Grober Franz, Senior. Jetzt kennt's mich alle. Ich bin der Knolle. Du bist jung oder alt, reich oder pleite, Moslem oder Christ. Ja, liebe Freunde, einen Verein zu führen in einer so einer schwierigen Zeit, das ist nicht einfach. Aber wir sind natürlich motivierte, junge, ja, nicht ganz jung, so Burschen, ja, die was immer bestrebt sein, neue Sachen zu probieren. Man sieht das gerade über unsere Einstiege auf Facebook, auf Instagram. Und es macht natürlich sehr, sehr viel Spaß und wie gesagt, wir haben das Glück, dass wir unsere Leute noch da motivieren über WhatsApp und so weiter und so fort. Und wir haben einen regen Kontakt und hoffen, dass das nächste Jahr sicher wieder hoffentlich positiv weitergeht. Ja, na, da die Song kommen wir gleich zum nächsten Programmpunkt. Ein fixer Bestandteil der Völser Fasnacht und ein super und verlässlicher Partner war immer auch die Musikkapelle Völs. Und natürlich hat das sich nicht nehmen lassen, was Tolles vorzubereiten,
mit fast 30 Leuten. Ein herzlichen Dank an den Kapellmeister Zoller Christian und Obmann Rolli Betz für die Aufwendungen und für die Mühe. Und jetzt darf ich sagen, schauen wir uns ein Stückchen von der Pfälzer Musik an und auf geht's, die Pfälzer Musik. Ja, Peter, ich glaube, dass wir jetzt noch langsam den Schwein aus der Grube rausreißen und dass wir mit der Fasnacht endlich unheben, weil jetzt haben wir lange noch gewartet und hoffentlich gibt er uns so viel Kraft und Zusammenhalt, so wie wir ihn gewöhnt sind und wie wir ihn brauchen. Es wird fast nicht nutzen, Bruno, da wir den Schwein auch weg. Jetzt noch langsam schauen wir, dass wir die Freundschaft aufrechterhalten, gell, und die Fasnacht Dächt starten lassen, trotz Pandemie, ein bisschen eingeschränkter halt. Und wir freuen uns nachher auf die Folgejahre. Und weiter geht's, darf ich sagen, oder? Hurra die Gams! Hurra die Gams! Und dann darf ich sagen, liebe Freunde, einer von den letzten Programmpunkten, unser noch Bürgermeister Erich Rutz, der muss bereits in wenigen Sekunden sein Bürgermeisteramt und sein Schlüssele mir geben muss und nachher werden wir wieder sagen, so Burschen, und jetzt fliegt's ab und Ende. Ja, liebe Leitln, jetzt war's wieder an der Zeit, dass in Pfölz der Fasching einkehrt unter die Leute. Aber heuer, leider ist nichts normal und wir müssen daheim bleiben zu unserer Qual. Lieber Jockel, und für die ist es auch nicht fein, wenn du musst bleiben in der Hitten drein. Keine Hutler auf der Straßen. Ganz leer sind ja die Gassen. Kein Hexentanz mit die Besen. Mei, ist das allmer Gaudi gewesen. Ja, die Damperer werden schon fallen. Für viele seien es ziemliche Qualen. Kein Kinderfasching mit viel lustigem Treiben. Ja, heuer gibt's kaum bunten Reigen. Viel bleibt uns nicht von der narrischen Zeit. Da macht sich Kummer breit. Aber es nutzt halt nix. Es geht um unsere Gesundheit und das ist kein Witz. Drum halten wir uns alle ans Gesetz. Nächstes Jahr haben wir hoffentlich wieder unser Hetz. Trotzdem wünsche ich uns eine schöne Faschingszeit, alles Gute. Ja, Jockel, ja. Darf ich sagen, Herr Bonner?
Steh auf! Jockel, steh auf! Und mach auf geht's! Die Faust nach vor. Hutle! Hutle! Auf geht's! Hutle! Hutle! Auf geht's! Und jetzt, meine lieben Gäste, meine lieben Zuseher, hoffentlich hat es euch gefallen. Und innen, ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Ja. Und wir wünschen euch eine schöne Fasnacht. Trinkt ein Gassel mit uns daheim natürlich. Und danke fürs Zuschauen. Auf geht's, und jetzt gehen wir ins Gemeindeamt noch. Jetzt hocken wir sie zusammen. Ab.